Willkommen zurück. Wir sind immer noch, wenn gerade angegriffen, what? Auf der Insel der Entdecker, gestartete Entdecker, wo ist das Ganze her? Ich laufe einfach mal weiter. Moment, ich wollte sagen, willkommen zurück. Wir müssen das Ganze hier ja immer noch erkunden. Ich muss mal kurz gucken, wie weit wir waren. Genau, wir müssen hier weiter. Wir wollten ja einmal außen rum, außen haben wir ja auch noch einige Sachen zu entdecken. Wollte ich gerne, ich muss bloß aufpassen, wie es aussieht, kriegen meine Hühner Schaden. Ich möchte gerne das unbegrenzte Holz haben. Das mit dem Gras ist gar nicht so wichtig, aber das Holz möchte ich gerne haben. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo ich die Sachen finde. Wahrscheinlich zum Teil auch innen drin, aber... Zumindest möchte ich einmal außen rum, damit ich sagen kann, ich habe nichts übersehen. Aua. Nun ist ja mal gut hier, Junge. Nicht so. Genau, Hühner noch alle da, Hühner noch alle da. So, dann geht's hier mal weiter. Die Inseln scheinen hier echt, dafür sind so kleine Entdeckerinseln sollen. Ist hier eine ganze Ecke, wenn ich so sagen darf. Ich habe das Gefühl, dass meine Hühner noch sterben, bevor ich zu Hause ankomme. Das Gefühl habe ich wirklich. Der holt noch Hilfe, okay. Aua. So. Ah, aber bis jetzt, die blauen Dinger haben wir ja auch schon, ne? Ejo. Ich finde, man erkennt aber auch sehr, sehr schlecht. Ich kann ja jetzt nicht gegen jeden Gegner kämpfen. Aber das Huhn da. Das Huhn, das würde ich gerne noch mitnehmen. Na, verdammt. Okay, ich war zu schnell, ich war zu schnell. So, warte mal. Was? Stand da gerade, du kannst... Okay, mehr geht wohl nicht. Okay. Irgendwas stand damit, du kannst das nicht streicheln. Okay. Drei Hühner reichen ja auch. Wir sollen dir eigentlich nur eins besorgen. Wir haben schon drei. Also daher... Jetzt mal gucken. Die Insel ist aber auch groß. Aber ich... Diese ganzen Gegenden hier kommen mir echt so vor, als... Ich glaube, außenrum sieht die Insel überall gleich aus. Habe ich das dumpfe Gefühl. Ich sehe auch gerade, wir brauchen noch irgendwelche Ranken. Wenn ich mich nicht täusche, oder? Irgendwelche Ranken noch, okay. Wo finde ich denn Ranken? Diese hier, ne. Das sind keine Ranken, das sind irgendwelche komischen Moosblöcke oder sowas. Jetzt sind wir wieder im sumpfigen Gebiet, aber hier müssen noch ordentlich Ranken. So, und da sind Ranken. Die muss man auch abhaken, oder wie? Nö. Die aber. Jo, die auf jeden Fall. Mensch, du dämliche... Danke. So, getrockneter Efeu. Alles klar. Abflug. Mensch, so. Du auch noch mal. Ah, oben haben wir fast alles, ne? So, der noch mal. Sehr schön. Aber ansonsten, die müssen wir nicht, ne? Nein. Gut. Diese Entdeckerinseln sind echt größer, als ich dachte. Aber wir müssen ja jetzt irgendwann auch mal komplett außen rum sein. Ich müsste mal was essen. Das wäre wichtig. Meine Hühner eigentlich noch alle da hier. Gut. So, jetzt sind wir hier wieder Sumpfgebiet oder sowas. Das hier muss ich nicht abhaken, ne? Nein. Gut. Die Steine da habe ich, glaube ich, auch schon. Das sieht zumindest so aus. Die Blätter habe ich. Das habe ich. Gut, da ist noch was. Hier sehe ich schon kommen. Außenrum Riesenkreisen. Innen drin ist wahrscheinlich ein Riesensee oder sowas. Dass innen drin gar nicht viel ist. Aber bis jetzt wirkt das Ganze. Ah, guck, hier geht's schon los. Hier geht's mich wieder rein. Bis jetzt wirkt das echt riesig, aber zumindest müssen wir gleich rum sein. Ah, aber nichtsdestotrotz fehlt uns hier ja noch was, ne? Irgendwelche komischen lila Pflanzen, was das sind? So komische Erdloch oder sowas? Ah, gut, das sind hier wieder diese Berge. Die blauen Pflanzen, da haben wir auch. Wo soll denn das alles sein? Aber wie gesagt, erstmal außen rum. Bisschen nach System, weil sonst verläuft man sich hier, glaube ich, komplett. Habe ich die schon? Jo. Aber ich kann hier jetzt halt auch nicht jeden Gegner umhauen, wohl, den wären wir ja nie fertig. Hier ist wieder Sumpf oder sowas. Oh.
Gut, dann geht's in diese Richtung, oder? Zumindest müssen wir, glaube ich, einmal rumsammeln. Warte, what? Das haben wir aber, glaube ich, nicht, oder? Nein. Kübis! Okay. Sehr schön, sehr schön. Nehmen wir mit. Kann man alles für unsere Insel gebrauchen? Mensch, mach doch mal Abflug, Junge. Ich will hoch, Heuner. Schade, dass wir kein Level mehr steigen können. Steht ja Max. Diese ganze EP ist leider verschenkt. So, da sind noch mehr Kübis, abgehockt hatte ich sie, ne? Jo. Die würde ich gerne mitnehmen. Später alles für meine eigene Insel. Genau wie da. Wunderbar, da sind noch Kübis, so. Das kann man später auch alles gebrauchen, wenn man selber Felder auch bei sich auf der Insel machen will. Gut, hier ist wieder Küste. Aber wie gesagt, wir müssten gleich eigentlich einmal rumsäulen. Oh, was ist das da vorne? Hühner noch da? Ich hoffe, meine Hühner überleben dort. Und ehrlich gesagt, würde ich den großen Tiger doch gehen, ne? Das sieht aus wie so eine Art Boss oder so. Ich würde ihn gerne einmal umhauen. Ich hoffe nur, meine Hühnchen überleben los. Das ist, oder ich lasse ihn erstmal stehen. Ja, ich lasse ihn erstmal stehen. Man kann ja jederzeit diese Insel wieder hin. Und das sogar kostenlos, wenn man es einmal bezahlt. So, jetzt, wir gehen später nochmal. Ich habe Angst, er tötet mir jetzt die Hühner. Und die Hühner brauche ich halt leider für die Quest. Boah, wir haben ja schon gesehen, dass die Hühner Schaden kriegen können. Das ist natürlich nicht so schön. Deswegen, ich weiß mich nicht, ob ich nochmal neue kriege. So, ich bin einmal rum, wie es aussieht, oder? Ich bin einmal komplett rum außen. Das ist auch ein Riesending. Gut, dann muss ich mich jetzt wohl mal irgendwo da umgucken. Uns fehlen ja immer noch Sachen. Und die werde ich wohl nur innen finden oder so. Gut, den jetzt einmal hier rauf, wenn ich hier rauf komme. Hier sehe ich jetzt aber nichts Interessantes, ehrlich gesagt. Jede Menge Steine, jo. Aber ansonsten. Hier auch nichts, Water. Außer Weizen, das haben wir aber auch schon. Irgendwie sieht das auch so aus, als wenn uns noch ein Ast oder sowas fehlt von diesem großen Regenwaldbäumchen da oder so. Diesen da. Da müssen wir nochmal gucken. Das sieht so ein bisschen danach aus. Oh, natürlich. Wir sind wieder im offenen Gebiet. Na, natürlich. Donkey Kong weiß wieder nicht, wann Zeit ist zu sterben. Fair? Nö, aber irgendwie. Vielleicht oben? Oh, oh. Oh, oh. Die machen immer hungrig. Die machen immer hungrig. Irgendwie. Ich sehe aber auch kein. Vielleicht das da oben? Warte mal, ich muss mal was gucken. Ich brauche einmal Durst. So, einmal zum Hochbauen. Ja, verzieh dich bloß, du Gorilla. Hab kaum eine Zeit, hier stundenlang mit euch rumzuspielen. Nö, ja. Ich sehe zumindest nichts. Aber tatsächlich. Tatsächlich, doch fehlt dir so ein dämlicher Ost. Doch fehlt dir echt so ein dämlicher Ost. Gut, aber dort ist ja noch nicht alles hier. Irgendwo ist da irgendwie so eine komische Pflanze oder so. Die habe ich ehrlich gesagt noch längst so gesehen. Ich gehe mal weiter ins Innere der Insel. Da muss ja irgendwo was sein. Ich glaube, von den Bäumen habe ich jetzt alles. Aber es fehlt irgendwie noch so ein gelber Busch. Irgendwie noch so eine grüne Pflanze. Geht das vielleicht? Nee, ne? Nö. Okay, hätte komm, meine Hühner sind nämlich auch schon alle angeschlagen. Das geht so nicht.
Boah, ist auch schon wieder ein Boss, das sieht schon auch. Ah, ich würde die zu gerne mitnehmen, aber nicht mit den Hühnern. Die Eichel, da habe ich. Nicht mit den Hühnern. Gut, dann gehen wir mal diese Richtung. Hier haben wir definitiv noch nicht alles erkundet. Weil hier muss doch irgendwo was sein. Die Bäume hier haben wir auch, ne? Nein, haben wir nicht. Okay, großer verdorrter Baum. Das war dieser gelbe Busch, aber der fehlt immer noch eine grüne Pflanze. Ach, Donkey Kong, Abflug. Immer diese Gibbonzen. Alter, lass meine Hühner ruhig. Der geht auf meine Hühner los. Das ist schlimm hier. Was ist denn das hier? Wo ist denn das? Keine Ahnung. Doch, kann ich abhauen. Nein, Mensch. Oh, Mann, du. Ich wollte das doch nur abhauen. Kümmer dich mal drum, Molros. Ich leg mich schlorf hin. Man sieht hier ja nichts mehr. Ja, ich schlummer hier vor mich hin, während mich ein Gibbonze verprügelt. Was will man mehr? So, ich wollte das hier doch nur abhaken. Da war irgendwo was. So. So, ein unendlicher Vorrat an Holz steht euch jetzt an den Werkbänken des Erbauers zur Verfügung. Sehr schön, du hast mit dem Holz haben wir. Was sind das hier? Irgendwelche komischen Aubergine-Samen. Ah. Müssen also an Pflanzstäbe. Alles klar. Die nehme ich doch gerne mal mit. Oh, Entschuldigung, Hühnchen. Entschuldigung. Aber mir fehlt trotzdem noch so ein komischer Erdhaufen, oder was ist das? Irgendwo muss schon noch was sein, ne? Mir fehlt echt noch so ein Erdknüppel. Ich weiß nicht, wenn es ein Erdhaufen sein soll. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Hier ist ein Loch. Tatsächlich. Dort haben wir auch Pestilenznest. Ein unendlicher Vorrat an trockenes Gras steht euch jetzt in der Werkbänken des Erbauers zur Verfügung. Sehr, sehr schön. Das haben wir alles. Was? Alles klar, es ist ein Ameisennest. Dort ist ein Ameisennest. Gut, aber ich möchte trotzdem noch einmal jetzt zumindest den größten Teil der Insel absuchen. Glaubst du, so viel kommt jetzt nicht mehr, oder? Na, Fläche drin? Nö. Guck mal, wir haben hier jetzt ein paar Stellen ausgelassen, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so ein Weltuntergang. Gehen wir mal wieder in diese Richtung. Aber guck mal, da oben ist ein schönes Kontrastgrün. Vielleicht ist er ja noch irgendwas. Aber dann sind wir hier gleich fertig. Sehr schön. Ach, das haben wir nur im Wald mit diesen Schützenwichten, ne? Jo. Oh, lauf doch nicht weg. So. Du hast auch schon wieder so einer. Großsamen kann man immer gebrauchen. Also, das ist nicht das Problem. Scheint aber auch nichts weiter zu sein, ne? Oh, wer gucken möchte ich hier trotzdem immer. Wer weiß, wer weiß. Dieses Kontrastgrün ist einfach nur Waldboden. Okay. Doch, da ist jetzt was Besonderes. Sehr großer Boden. Alter, der kriegt hier einen Hunger, ne? Gut, 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 gut. Auf jeden Fall haben wir unendlich trockenes Gras und Waldboden, Holz, meine ich. Das ist doch schon mal was. Es scheint aber auch nichts weiter zu sein. Oder? Oh, hier innen drin noch so ein bisschen, aber ansonsten haben wir den größten Teil. Wir müssen echt so ein bisschen in diese Richtung hier. Aber den haben wir, glaube ich, auch gleich alles. Oh, ich glaube, das ist alles nur noch Wald. Ich sehe hier zumindest nichts Großartiges mehr. Warte mal, das ist ein Haus. Boah, das ist eine Hütte. Okay, Moment, Moment, da haben wir gleich.
Sehr schön, sehr schön. Oh, mein Haut, der. Lass mich doch mal auch hier. Okay. Ja. Keine Ahnung, wie Monster das machen. Das Beste der Erbauerkunst. Das Beste der Erbauerkunst umfasst die 100 Siegerbeiträge eines Erbauerwettbewerbs, die allesamt von Erbauern wie wir stammen. Lass dich von ihnen von deiner eigenen Kreation inspirieren. Ah, das sind also alle Sachen, die andere Spieler gebaut haben. Sieh mal an. Okay, und wer bist du? Ja. Ich heiße Stefan und ich bin ein Dorfbewohner. Du musst von einer anderen Insel sein. Wärst du damit einverstanden, wenn ich dir einen Besuch abstatte? Ja, komm vorbei. Fantastisch, legen wir los. Stefan lebt ab jetzt auf dem Euland des Erworens. Na, wir haben einen Bewohner mehr. Sehr schön. Wunderbar. Gut, aber dann gucken wir uns hier trotzdem mal um, ne? Oh, das sieht doch ganz schick aus hier, ne? Das hier ist sogar ein Portpunkt. Ich meine, das ist ein bisschen beengt, aber... Kann man auch rein? Lesen. Vorsicht, auf dem Steg zu deiner Rechten. Das ist wirklich sehr beengt hier, wenn ich das so sage. Ist das hier der Eingang? Ich sehe nichts. Sehr beengt. Oh, freier Fall nach unten, ne? Gut, hier ist noch was. Ja, ich meine, das sieht nicht schlecht aus. Aus so einer Idee muss man erstmal kommen. Aber ehrlich gesagt, mir persönlich wäre das hier zu beengt. Gut, der Gute kommt ja mit. Glaube, den habe ich hier jetzt aber auch alles gesehen. Oh, hier kann man sich sogar hinporten. Jo. Ich glaube, hier drin gibt es aber nur noch verschiedene. Wie gesagt, wir haben alles erkundet. Wir haben die Hühner. Den fahren wir mal zurück, wa? Ich werde hier aber trotzdem später nochmal hin. Ich möchte gerne die Bosse mitnehmen. Die lassen bestimmt noch was Besonderes fallen. Aber allerdings habe ich Angst um das Leben meiner Hühner. Also machen wir es wieder. Die gestörte Entdecker, mystische Runde, die sich nach jedem Besuch verändern. Wenn du was zurücklässt, ist verloren, wenn du wiederkommst. Bist du sicher, dass du zum Euland des Erwachen zurückschieben willst? Oh, alles klar. Das heißt, ich kann hier rumrandalieren und rumrufen und Materialien mitnehmen, wem ich los und laufe bin. Das setzt sich alles wieder zurück. Nur das freut doch das Sammlerherz. Wenn du zwischen Inseln herholst, wird deine Speicherdatei überschrieben. Ja, wissen wir. Na los, schippern wir nach Hause. Alle an Bord, damit wir losschippern können. Zollsegel zu setzen. Juhut. Eine Seefahrt dauert ewig, eine Seefahrt lädt und lädt, eine Seefahrt lädt morgen noch. Ja, diese Ladebildschirme sind mir einfach zu lang. Der ist tatsächlich mitgenommen, der ist hier noch. Huhn reist an folgenden Ort, grüne Gärten, zweites Huhn auch. Nee, das ist einmal Huhn, einmal Henne und Stefan reist auch in die grünen Gärten. Während ihr euch hier um... Landratenangelegenheit kümmert, werde ich Säge setzen und die Augenbrauen auf Worderin Inseln offen halten. Ich habe von einer Worderin Rieseninselleuten hören, die da draußen im offenen Meer lauern soll. So groß wie Grünfeld, vielleicht eine Seemeile länger oder kürzer. Die Insel ist so sicher bewohnt, wie Piraten intakte Körperteile hassen. Vielleicht findet ihr da ja ein oder ein paar neue Freunde und Materialien. Noch eine Insel wie Grünfeld? Was? Hört sich wie der Anfang eines brandneuen Abenteuers an. Ich kann es kaum erwarten, sie zu erkunden. Sorgt mir einfach Brautzeit, wenn ihr bereut seid, in See zu stechen. Ich liege hier immer vor Anker, außer wenn ich es nicht tue. Was ist das für ein Knurren? Ach, er wartet bestimmt aus seiner Eier. Sieh mal, wer da kommt. Pierre will wohl wissen, ob wir ihm das Federvieh gefangen haben. Zeigen wir ihm das Huhn und reimen es ihm unter die Nase. Ja, gut, machen wir mal. Geht alles nach Grünfeld rüber.
Ich habe darauf gewartet, dass du wiederkommst, Daddy. Oh, und du hast mein süßes kleines Sohn mitgebracht. Das ist jetzt Zucker. Wenn das Mädel erstmal anfängt, Eier zu legen, können wir den Kohl von der Karte streichen. Übrigens, hat der Braunbart von diesem Turm von der Insel erzählt, die auf dem Meer sucht? Weißt du, ich glaube, ich weiß was darüber. Ich habe aber von einer Insel gehört, die berühmt dafür war, dass die Bewohner Metall direkt aus dem Boden abgebaut haben. Vor langer Zeit haben die Leute auf Grünfeld noch mit denen gehandelt. Gemüse gegen Metall und so. Bis die Kinder haben uns dem ein Ende gesetzt haben, nicht? Ich habe noch nie Metall mit eigenen Augen gesehen. Wie gern würde ich diese Insel eines Tages besuchen und mich da umsehen? Oh, Toddy, fast hätte ich's vergessen. Für dich ist ein Brief gekommen. Hast du den schon gelesen? Und den von Saframholz? Ja, den haben wir schon gelesen. Ich mag ja wie eine Wasserschnecke aussehen, aber ich habe jeden Tag damit zu tun, die Gewässer in dieser Gegend zu erkunden. Den Brief habe ich von meiner letzten guten Reise mitgebracht. Und ich dachte, du würdest lieber unter dem Schiff versauern, als auch nur ein Wort mit einer Landrette zu wechseln. Aber in Wahrheit bist ein wendiger Wortwechsler. Also Trotti, der Käpt'n hatte viel Mühe, den Brief auszuliefern. Willst du dir nicht mal den Briefkasten angucken? Wenn das wichtige Neuigkeiten sind, wollen die Ohren dann sie sicher auch hören. Jo, den gucken wir doch mal rein, aber ich glaube, den habe ich schon gelesen. Jo, das ist der von Sofra. Jo, doch André ist wieder da hinten, ne? Die schlabbern alle rüber nach Grünfeld oder Grünlande. Ich glaube, Grünlande heißt das hier. Ich will da kurz die Herzen mitnehmen. So, warte mal, was habe ich denn hier vom Chaos? So, Aubergine, das ist alles später wichtig. Warte mal, das kommt auf Weg. So. Die Herzen müssen sein. So, den würde ich sorgen, porten wir auch direkt hier wieder hin, ne? Damit wir doch mal weiterkommen. Grüne Gärten. Genau, nicht Grünfeld, sondern grüne Gärten. Juhu, Daddy! Ja, hallo, Rosi! Seid ihr fertig mit dem Fluss? Während ihr weg wart, haben wir die ganze Erde aus dem Weg geräumt. Jetzt kann das Wasser bis in den Teil fließen, genau wie geplant. Der Kanal ist fertiggestellt. Sehr schön. Sie haben nicht gefaulenzt. Sie haben was getan. Du solltest schnell Lulu finden. Sie brennt darauf, mit dir zu sprechen. Ja, Lulu. Guck, da kommt sie doch schon. Da kommt sie doch schon angerannt wie gestochen. Und das Beste ist, wir haben unbegrenzt Holz und, naja, trockenes Gras, was wir nicht brauchen. Aber unendlich Holz. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir brauchen nie wieder Bäume kastrieren. So, Lulu. Daddy, mal raus, das seid ihr ja. Wie ihr seht, haben wir den Fluss einen Weg gebahnt, während ihr Abenteuer erlebt habt. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Wasser. Ah, Daddy, genau die junge Dame, die ich gesucht habe. Sogar die Hühner kommen an. Ich bringe erfreuliche Nachrichten. Bei genauerer Untersuchung der faszinierenden Stelle, die ich erwähnt habe, hat sich mir eine Möglichkeit eröffnet, unseren Fluss noch eindrucksvoller zu gestalten. Ich werde meinen raffinierten Plan jedoch erst offenbaren, nachdem euer kleines Teichprojekt beendet ist. Der Moment, in dem du das letzte Puzzlestück ausgießen kannst, ist fast gekommen. Also los, los, los! Ja, den machen wir mal, ne? Den machen wir mal. Da ist wohl ein Brief. Schon wieder ein Brief? Ja, immer mit der Ruhe. Jetzt erstmal hier. Ich kann doch nicht alles auf einmal. Jetzt, da wir dem Fluss einen Weg gebahnt haben, kommt eine wässrige Zauberei ins Spiel. Du weißt inzwischen, wie es geht, Taddy. Wir stellen uns an die Stellen, an denen du das Wasser ausgießen sollst. Du musst also nur den Topf und den Boden ausschütten und das Flussbett füllen. Jo, geh los. Den machen wir mal. Selbst in Schoen darf ich hier ja anscheinend nicht, du. Oh, warte mal, das ist aber nicht okay hier. Guck dir doch mal an hier, das ist so nicht okay. Warte mal, hier muss ein bisschen Wasser hin. So. Sehr schön. Ich will hier keine fließenden Sachen. Oh, hier kann ich aber auch nicht so viel fließen, weil sonst sieht das hier doof aus. Hier muss ich ein bisschen... So, warte mal. Ich glaube, das reicht schon. Sonst fließt das nämlich zu weit. Das sieht aber... Irgendwie fließt das jetzt zwar richtig runter, aber die Kanten hier, das sieht ein bisschen... Ah, Hordemort, das ist jetzt natürlich... Komme ich da nicht hin?
Das sieht mir schon sehr doof aus hier an den Kanten, ne? Warte mal, vielleicht kann ich da noch ein bisschen noch helfen. Warte mal. Ah, durch mach ich den Flusslauf hier kaputt, oder? Das sieht sehr bescheiden aus. Hier fehlt auch ein bisschen Wurzel. Ah, gut. Ich wollte das so ein bisschen nach Stromschnellen aussehen. Ich glaube, so einigermaßen geht das, oder? Hier sieht es ein bisschen blöd aus. Das liegt aber daran, warte mal. Habe ich hier anständige Erde oder sowas einstecken? Ah, du hast wieder hier eh alles grün sollen. Nehme ich mal die. Warte mal. So, das sieht hier so ein bisschen eben. Ja, ich versuche das gerade freundlich auszudrücken. Bescheiden aus. Und ich sehe auch nichts. Warte mal. Moment, das haben wir gleich. Da bin ich echt pingelig mit dem Wasser. Wenn das nicht richtig fließt, da kann ich fix teufelswild werden. Das funktioniert so nicht. Das muss ordentlich. So, jetzt sieht man zumindest mal wieder was. Warte mal. Einmal. Genau. So. Boah, das sieht hier echt sehr bescheiden aus. Willst du da nichts hinkippen? Warum nicht? Ah, ja, gut. Gefallen ist hier, naja. Aber es sieht so ein bisschen wie Wasserfälle aus, ne? Das sieht halt, hier fehlt definitiv noch was. Hier muss noch eine kleine Ecke rein. So. Wie sieht denn das aus? Naja, sieht so ein bisschen nach Stromschnellen aus, ne? Das fließt hier, weil das hier halt alles so krumm und schief ist. Echt blöd. Und vor allen Dingen, was ist denn das hier? Eine leerstehende Ecke. Das geht auch nicht. Verbindet sich nicht? Warum nicht? Er will aber auch nichts hinkippen. Warum nicht? Mensch, kipp da hin, Junge. Und der Mädel. So, schon besser. Ah, jo, das soll ja ein bisschen... Hier ist auch so ein Leerstehen. Dort geht's so nicht. Das geht so nicht. Gott, die Ecke muss unbedingt Wasser hin. So. Ah, wie gesagt, ist ja jetzt nicht super, aber es sieht ein bisschen nach Stromschnellen und so. Und hier unten ist ja sowieso leer. Hier ist ja eh leer. Gut, den hätten wir zumindest durchs. Ja, Lulu, wir kippen ja schon, aber ich glaube, das ist wieder nicht die richtige Stelle, damit es ordentlich aussieht. Oh, aber das haben wir gleich, das haben wir gleich. Boah, Daddy! Das ist ja großartig. Jetzt haben wir nicht nur einen langsichtig schlängelnden Fluss, sondern auch noch einen schönen Teich. Schön Teich nennst du das? Guck hier, das Wasser ging mal bis hier. Das sieht man doch. Und guck dir doch mal das hier an. Das ist ja, das sieht ja aus wie abgebissen, Mensch. Gott, geht's so nicht. Das sieht man auch deutlich, dass das Wasser mal bis hier ging. Das wird jetzt nicht einfach, ehrlich gesagt. Oh, da muss ich mal gucken. Das muss ordentlich. Irgendwie. Oh, guck mal, jetzt sieht das hier schon besser aus. Jetzt ist das nicht mehr ganz so steil, jo. Aber jetzt fließt doch so scheulich hier runter, wa? Ja, jetzt haben wir natürlich hier so ein abgerostetes Wasser hier. Das geht natürlich nicht. Mal gucken, vielleicht. Es muss zumindest alles auf die gleiche Höhe. Sonst sieht das nicht aus. Oh, hier postet jetzt auch einigermaßen. Aber hier jetzt natürlich nicht. Das heißt, hier muss auch noch was hin. Verzieh dich auch mal, sehr verzieh dich. Ah, ist auch verzieh dich. Guck das mal an, jetzt habe ich da so einen Spalt in der Mitte.
Das geht doch so nicht. Das sieht doch echt... Nee, dort ist eben... Gut, man könnte hier nochmal hinkippen. Das soll schon ordentlich aussehen. Mensch, geht da nicht ein bisschen mehr? Kommt doch auch noch alles vor, Mensch. Gib doch mal ordentlich was hier hin. Warte, geht da noch was oder nicht? Ja, ein bisschen ging noch. Sehr schön, sehr schön. Gut, Alter, das, hier werde ich mir noch was einfallen lassen. Mann, mit dem Fluss da vorne sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber hier, dort geht so noch nicht. Das ist, ja, mal gucken. Aber man sieht eindeutig, dass das Wasser mal ursprünglich bis hier oben war. Und ich möchte es auch gerne bis hier oben wieder hinholen. Neue Anleitung. Wieso? Wofür? Filterbrunnen, Deko ging schon. Eine Vorrichtung, die Wasser umleitet, so dass es von oben herab regnet. Zum Aktivieren im Wasser platzieren. Was war ein Brunnen? Aha, ich habe wahrscheinlich irgendeine Tafelzieh erfüllt. Alles klar. Bin hier aber noch nicht fertig. Ich will das Wasser schon ordentlich haben. Ah, ich hätte noch eine Idee, wie ich das gleich noch besser hinkriegen könnte. Eins nach dem anderen. Erstmal habe ich hier ein Problem. Guck mal, das geht so natürlich nicht. Wenn ich kann hier jetzt natürlich keine verdorbene Erde nehmen. Dort ist klar. Hier einmal Wasser raufkippe. Müsste doch gehen, oder? Ah, hier unten doch nicht. Ja, hier unten wollte ich jetzt nicht. So, warte mal. Die Erde kann man ja gleich wieder rausnehmen. Wenn ich mich hier jetzt rausstelle, so. Müsste ich das doch auf die richtige Höhe kriegen, oder? Ja, guck mal, sieht doch schon viel, viel besser aus. Jetzt haben wir auch hier dieses Loch weg. Und ich muss das hier kann man ja wieder wegnehmen. So. Sehr schön. Ja. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Aber hier, die Ecke, dort geht natürlich noch nicht. Die Ecke, die muss noch ordentlich. Bitte doch was, ey. So. Sehr schön. So, so ist gut. Oh, das sieht doch schon deutlich besser aus. Junge Mo. Wo ist der ganze Wasserstand? Sieht das auch so aus, als wenn die Insel hier direkt im Wasser steht. Das passt doch. Ey, oh, das sieht so ein bisschen aus wie Stromschnellen. Wie sieht es so von der Quarter aus? Ja, guck mal. Guck mal. Sieht doch schon viel, viel besser aus, als wenn er hier so halbwegs... So sieht das auch aus, als wenn er verschiedene Tiefen hat. Gut, den reden wir mal mit Rausi, die Orgel schon längst abgesoffen sein müsste, aber... Schon wieder ein Brief. Genial, Toddy. Früher war hier nichts als wertlose Wüste. Oder ohne ein Tropfen Wasser. Und jetzt schau dich um. Ja, ist meine Arbeit, meine Arbeit. Ja, das hat aber schon Wort. Man, da muss natürlich noch viel, viel mehr Grün und Wald hin, das ist klar. Aber wassermäßig hat es da schon einigermaßen was. Sieht so ein bisschen stromschnellmäßig aus. Hier ist ein bisschen tiefer. Hier. Jetzt geht aber. Und dieser fantastischen Landschaft bleibt einem ja den Luftweg. Ist die Natur nicht wunderbar? Das ist Bonnie Komodik. Und wisst ihr, was das Beste ist? Dass wir es alle gemeinsam gebaut haben. Ich bin so stolz, ich könnte heulen. Uha, spart in die Tränen vor Spinnerpier, mein Junge. Wir sind noch lange nicht fertig, nur dass du es weißt. Ich habe einen momentalen Plan, der dieses blubbernde Bächlein in einen stolzen Strom verwandeln wird. Alles klar, das heißt, wir sind hier noch nicht fertig mit dem Wasser. Er hat hier irgendwelche, das sieht hier aus, irgendwelche Pläne. Aber das wiederum beim nächsten Mal. Vor heute sind wir am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen geht's dann weiter. Bye, bye.